Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 16. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit Uncharted. Die letzte Folge war wirklich emotional gewesen, actiongeladen, Dramatik pur. Am Anfang erstmal diese Autoverfolgungsjagd, um unseren Bruder zu retten, Sam vom Motorrad zu befreien. Und danach, ganz plötzlich, war Elena in unserem Haus gewesen. Sie hat erfahren, dass Nate sie angelogen hat und war darauf mega enttäuscht von ihm. Ist einfach abgehauen, hat gesagt, ihr Flug wartet. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Nate damit umgehen wird, seine Frau sozusagen so angelogen zu haben, einfach ins Gesicht gelogen zu haben. Und ich fand diesen Spruch von ihr richtig gut, den die ihm am Ende reingedrückt hat, nämlich: Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich selbst anzulügen. Irgendwie hat dieser Spruch was gehabt, das muss ich mal wirklich zugeben, Leute. Und ja, ich wollte noch was Wichtiges ansprechen zu den Videos von gestern. Und zwar, gestern kamen ja von mir zwei Videos, heute kommen auch zwei Videos. Viele haben gedacht, das zweite Video von gestern sei das zweite, was normalerweise kommen würde. Aber das war ein Zusatzvideo. Und ja, das Video hat, glaube ich, über 1000 Dislikes gehabt. Es war eine Produktplatzierung, Leute. Das habe ich auch ganz ehrlich und offen gesagt im Video. Das machen nicht alle YouTuber, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich hätte auch wirklich ohne Spaß einfach so sagen können, Leute, ich teste jetzt einfach mal hier World of Tanks an. Ich hätte das nicht angeben müssen. Das war nicht vorgegeben von dem Unternehmen, mit dem ich da Kontakt hatte, Leute. Das war nicht vorgegeben. Und ich habe das freiwillig gemacht. Ich habe freiwillig gesagt, dass das eine Produktplatzierung ist, weil ich möchte euch nichts vorenthalten. Wenn ich Geld für etwas bekomme, für ein Spiel, was ich testen soll, dann sage ich es euch auch. Dann habt ihr auch das Recht, das zu erfahren. Also so ist es in meinen Augen. Ich kenne viele YouTuber, ich will keine YouTuber nennen, um irgendwie Beef oder sowas anzuzetteln, die Videos gemacht haben zu Spielen, wo sie es hätten angeben müssen, aber es nicht gemacht haben. Die haben einfach nur das Spiel so gezockt, ja, heute testen wir mal dieses Spiel an. Dabei war es eine Produktplatzierung. Die YouTuber haben dafür 4.000, 5.000 Euro bekommen und haben euch einfach einen Scheiß gesagt. Die haben euch ins Gesicht gelogen und ich bin so ehrlich zu euch gewesen, hab's euch im Video gesagt, es ist eine Produktplatzierung, ich bekomme Geld für dieses Video und es war World of Tanks, dieses Spiel, was ich gestern hochgeladen habe. Und ich wollte das Spiel, wie gesagt, sowieso mal antesten. Ich habe schon so viel davon gehört. Und dann habe ich diese E-Mail bekommen und dachte mir, ey, warum machst du das nicht? Du testest ein Spiel an, kriegst gleichzeitig Geld dafür. Und ich muss euch zugeben, Leute, es kam wirklich ungelogen heute direkt die nächste Anfrage für ein Spiel rein, wo ich mindestens 4.000 oder 5.000 Euro bekommen hätte, ja? Und ich habe es nicht gemacht, weil das Spiel hat mir überhaupt nicht gefallen. Wenn ich das gespielt hätte, dann wäre ich mir voll scheiße vorgekommen. Das war ein Spiel, wo, keine Ahnung, das war einfach überhaupt nicht mein Ding, Alter. Ohne Spaß, Leute. Und deshalb habe ich mir gedacht, boah, komm, 4.000, 5.000 Euro, scheiß mal drauf. Ja, ganz ehrlich, Leute, bin ich wirklich so. Ich hätte auch sagen können, okay, ja, nehme ich an, mache ich heute direkt mal die nächste Produktplatzierung. Ja, Leute, heute haben wir mal dies und das Spiel. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie testet mal die Modis an. Nein, habe ich nicht gemacht, weil es hat mir vom Anhieb nicht gefallen. Wenn mir der Trailer oder ein Gameplay auf YouTube vom Spiel nicht gefällt, dann mache ich es nicht. Habe ich euch auch schon mal gesagt. Ich bin bei sowas real. Ich will euch da auch wirklich immer Bescheid geben, wenn ich da was mache. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass es mir gestern so viele Leute nicht gegönnt haben. Viele haben in die Kommentare geschrieben, ey, wie kannst du nur so viel Produktplatzierung machen? Hallo? Das war meine dritte überhaupt auf diesem Kanal. Guckt alle Videos an. Das war die dritte Produktplatzierung innerhalb von 3 Jahren auf diesem Kanal, Leute. Ich könnte jede Woche so viele machen. Ich kriege so viele Anfragen rein. Aber die Spiele, die taugen mir einfach nicht. Das Spiel muss mir auch gefallen, beziehungsweise es muss mir was sagen. Und ja, das war einfach gestern mit World of Tanks perfekt gewesen, weil ich wollte es antesten, wie gesagt. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, dass mir Leute sowas nicht gönnen, Alter. Ich gönne jedem was und deshalb hat das Video auch so viel Dislikes bekommen. Natürlich hat es auch viel Dislikes bekommen, weil es nicht dem einen oder anderen gefallen hat. Ich fand es nicht schlecht, man kann es mal antesten, aber auch daraus ein Let's Play machen werde ich auf keinen Fall. Das sage ich jetzt schon mal, daraus werde ich kein Let's Play machen. Mir hat's, ja, war in Ordnung, aber jetzt auch nicht so wirklich gefallen, Leute. Und ja, deshalb wollte ich das nur mal ansprechen, damit ihr keinen falschen Eindruck von mir habt. Ich sage euch immer, wenn ich für etwas Geld bekomme, und ich hätte es auch verheimlichen können, was eigentlich strafbar wäre, aber ich habe es nicht gemacht, Leute. Und ja, damit wollte ich euch mal zeigen hier, wer ich bin, wie ich zu euch stehe, dass ich euch immer die Wahrheit sage. Und ich hoffe, ihr kriegt das auch rein in euren Kopf und wisst da jetzt Bescheid. Ich war gestern halt ein bisschen enttäuscht von ein paar Leuten, die dann einfach nur gedisliked haben, weil sie es mir nicht gönnen oder weil sie einfach gesagt haben, du geldgeiles Arschloch und sowas. Freunde, Alter, wer mich kennt, der weiß, ich bin kein geldgeiles Arsch. Guck mal, wie ich hier rumlaufe. Ich laufe im Schlafanzug rum. Andere YouTuber, die gehen vor dem Video im Spiegel. Oh, was ist das Haar? Oh, heute ziehe ich mal ein Gucci-T-Shirt an. Oder, oh ne, ein bisschen Parfüm noch. Riecht trotzdem keiner. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich bin real geblieben. Ich bin der, der ich damals auch war. Lauf mit Schlafanzug rum und so muss es auch sein. Und ich hoffe, ihr versteht das auch, Leute. Und ja, würde ich sagen, habe ich jetzt mal genug gelabert. Das war auf jeden Fall mal ein bisschen Real Talk, was ich vom Herzen loswerden wollte. Und die meisten von euch werden das, denke ich, auch verstehen. Dann würde ich sagen, startet jetzt auch direkt mit Uncharted. Genug um den heißen Brei gelabert. Bis gleich. So, Leute, genau hier ging es weiter, wo wir diesen Wasserfall gesehen haben oder was auch immer es ist. Auf See, Kapitel 12.
Hey, Nathan! Ja? Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. So hat das Spiel, glaube ich, auch angefangen. Das erste Kapitel, wisst ihr noch? Wow, guckt euch mal dieses Wasser an! Meine Güte! Wunderschön, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, ey, krank. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Okay, wir können jetzt fahren, ja, Kameraposition zurücksetzen. Ah, oh, krass, ey, das sieht echt verdammt heftig aus von der Grafik her, ne? Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, oh, die Vögel... Oh, naja, immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Suche nach irgendwas Menschengemachtes. Hm, meinst du von Piraten gemacht? Klar. Wunderschön, Alter. Ja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Hier würde ich gerne mal wirklich Urlaub machen. Das nennen sie Steine, ne? Was, wenn er wirklich pleite war? Hier könnten wir hin. Ja, Mann, hier sieht das schon so aus, ob wir hier hin müssten. Ja, Fahrzeug verlassen. Boah, krank, Alter. Guckt euch mal das Wasser an. Ich würde mal gerne ein bisschen tauchen gehen, Leute. Wow, bitte! Also ohne Witz, Alter, was die Macher hierher gezaubert haben. Ich bin überwältigt, ich bin sprachlos, Alter. Ich bin sprachlos, ey. Einfach nur ein Traum. Ein Traum, ey. Das ist echt heftig, Mann, wie krass das aussieht. Und jetzt komplett durchgenässte Nathan. Das sieht man auch, ey. Das mal an. Hört sich gut an. Okay, die Suche nach dem Schatz geht weiter. Nathan Drake und sein Bruder Samuel Drake begeben sich auf die Suche nach dem Schatz von Henry Avery. Vorräte von der früheren Expedition. Was hast du da? Oh, haben wir schon mal. Guck mal, die Hand, wie nass die ist. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern eines verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans, einen Schritt näher an der Einfüllung des Schicksals, das Großvater Burness ungerechterweise verwehrt blieb. Kapitän Darby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht. Ebenso wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Doswers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden und die Stimmung hat sich merklich verbessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Inseln. In diesem Moment zum Luftholen drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Insel überkommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um diese Aussicht mit mir zu teilen, dass ich sie dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein und ich bin sicher, dass diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meinen, werden wir in spätestens einem Monat mit Averys Schatz rumherrlich nach Hause segeln. Okay, Leute. Auf jeden Fall ein Brief, der hier hinterlassen wurde. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ne, wir schauen uns jetzt mal hier weiter um. Aber ich liebe das, diese Briefe vorzulesen. Scheiße, Sam, das hat Burns Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Ja. Die Frage ist, wo geht es jetzt hier weiter? Meinst du, der kann sich hier festhalten? Nee. Aber siehst du, das alles hier ein bisschen... Boah, Junge, das ist einfach...
Ja, einfach mal stehen bleiben und dann gucke, Leute. Das lohnt sich einfach, hier stehen zu bleiben und es zu genießen. Guckt euch mal den Sand am Boden an, ey. Ich fick den Sand. Alter Schwede, ey. Wie detailreich, ey. Also das finde ich einfach nur unfassbar. Sowas haut mich bei Spielen einfach nur um. Vor allem bei Uncharted, Mann. Ich habe lange nicht mehr sowas hier krasses gesehen. Okay, also auf jeden Fall ging es da drinnen gerade nicht weiter. Eventuell können wir uns hier mit dem Kreuz hochschwingen. Da können wir sehen. Da kann man irgendwo hoch. Aber hier drinnen war, glaube ich, nur dieser Zettel gewesen. Und dieser Zettel wird uns jetzt nicht hier weiterhelfen. Das ist nur so eine kleine Bucht, sage ich mal, gewesen. Eventuell geht es auch gar nicht hier weiter. Wir müssen weiter ins Boot einsteigen und gucken, wo es weitergeht. Wir schauen uns mal ganz gechillt hier oben. Aber ich denke mal, Sam hat da vielleicht irgendwo was gesehen. Hier drüben. Okay. Was ist denn hier drüben? Da ist ein Kreuz. Ich frage mich, was der Kerl erlebt hat. Tja, Tote reden nicht mehr. Okay. Das haben wir auch gefunden. Jetzt müsste es, glaube ich, irgendwo hier hochgehen, weil sonst kann ich mir nichts vorstellen, wo es jetzt hier weitergehen könnte, oder? Was sagt ihr? Eventuell, wir können doch nochmal ins Auto, beziehungsweise ins Boot steigen, gesagt schon Auto. Wow, Alter, das sieht einfach phänomenal aus, Leute. Unnormal. Wir gehen jetzt einfach hier rein. Wir können los. Sieh mal an. Jetzt muss ich mit dir mithalten. So, wir gehen jetzt einfach nämlich hier ein bisschen noch links die Insel erkundschaften. Weil hier wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, da auch nicht. Alter, das Wasser ist so babyblau, ne? Die Stadtsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, bis auf die Riesenbelohnung auf seinen Kopf. Komm schon, allein wie seine Geschichte ausgeht, stimmt? Wer weiß, vielleicht war es das alles am Ende wert. Was Nathan, hier da drüben, ein Schiff! Wo, ein Schiff? Was? Oder vielmehr ein Wrack. Ich würde schon sagen, Alter. Ich habe gedacht, das sind schon irgendwelche Leute wieder hier. Boah, das macht so Bock, das zu erkundschaften. Wirklich, ich komme mir gerade vor, als ob ich das selber gerade hier alles erkundschaften würde. Ohne Witz, Leute. Ich schwöre es euch. So geil, Mann. Diese Wasser. Ey. Einfach nur heftig. Man genießt einfach mal diese Aussicht. Willkommen im Paradies, Alter. Ey, es ist krass, dass Madagaskar so heftig ist, ne? Echt ist das bestimmt natürlich auch so, denke ich mal. Kranke Scheiße, ey. Um das Fahrzeug zu finden, nach unten drücken. Ja, ich weiß schon, dass das dahin ist. Sie müssen... Ah, guck mal, der Sam packt sich einfach das Boot und kommt hergefahren. Bester Mann. Okay, hier können wir wahrscheinlich tauchen gehen. Was hat er gesagt? Weiß nicht genau. Wir gucken uns auf jeden Fall jetzt mal hier um. Ich werde mal jetzt ein bisschen auf Tauchstation gehen. Wow, sieht das krass aus, ne? Okay, hier haben wir ein Schiff. Beziehungsweise ein Wrack. Vielleicht haben wir ja irgendwas. Da kann man auf jeden Fall runtertauchen. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um, Leute. Hier muss doch irgendwo was sein. Da haben wir schon mal was gehabt. Vielleicht war es ein Schatz. Ja. Schatz haben wir gefunden. Ich weiß nicht, wie lange Nathan die Luft anhalten kann. Nicht, dass er gleich irgendwie verreckt oder so. Das sieht gerade schon mal nicht so gut aus. Deshalb werden wir jetzt erstmal kurz hochtauchen. Ja. Komm runter, Nathan. Okay, wir schauen uns jetzt mal hier am besten ein bisschen um. Wir haben jetzt zwar gerade einen Schatz gefunden. Aber der Schatz hat noch einiges, noch nichts zu bedeuten, sage ich mal. Alter Schwede, wie krank. Ey, ihr merkt, Leute, ich bin einfach sprachlos. Weil es einfach so krass aussieht, ne? Es sieht einfach zu heftig aus, Mann. Krank. So stelle ich mir ein Spiel vor, Alter. Nicht anders, ohne Witz. So muss ein Spiel aussehen. Also hier scheint nichts zu sein. Ich habe gerade alles wirklich abgesucht. Vielleicht kann man da hier hochklettern. Die Seile? Ne, auch nicht. Mann. Alter, auch die Geräusche und sowas, ne? Einfach nur alles detailgetreu. Ja, heute machen wir uns ein bisschen so auf die Entdeckerbasis. Wir versuchen hier etwas zu finden. Warte mal, wenn jetzt ein bisschen hier hoch. Nathan ist zu blöd, da hochzuklettern. Ist der Rille oder was? Ja, wir gucken Marco. Mal. Sam! Die Rückkehr des Marco Polo. Trophäe? Okay. Vielleicht müssen wir jetzt mit Sam darüber reden, was wir gerade gesehen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mache mich auf jeden Fall erstmal auf den Weg zu ihm. Warum ist er jetzt so weit nach hinten, ey? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Leute. Du musst nicht schwimmen. Wir haben ein Boot, weißt du? Ja. Marco! Wer ist Marco? Vergiss es. Ey, hast du was gefunden? Ja. Mogul-Schätze im Wert von 400 Millionen. Hahaha, witzig. Siehst du, also hier war doch nichts gewesen. Deshalb war es gut, dass wir doch abgehauen sind. Ich denke immer, manchmal übersehe ich etwas. Aber ich komme einfach wirklich nicht auf dieses Wasser klar, Leute. Ich kann das nur 100.000 Mal ansprechen, bitte. Ich will einmal in meinem Leben auch zu so einer Stelle, wo so ein krasses Wasser ist. Auf Mallorca war das schon extrem schön gewesen, das Wasser, muss ich zugeben. Aber hier ist es nochmal um Welten besser. Echt seltsam.
Vielleicht stünden wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem für dich. Ich empfinde ebenso große Aufregung wie Panik. Weißt du, wovon ich rede? Oh ja. Alter, krank. Da könnte es hochgehen, ne? Seht ihr das? Da sehe ich doch was. Siehst du, da geht's hoch. Autsch! Sorry. Und die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Der wird bestimmt nicht einfach da so hochklettern, oder? Ich versuch's mal schnell. Komm. Nee, das ist viel zu hoch. Niemals. Nee. Das können wir direkt vergessen. Direkt wieder den Rückwärtsgang rein und weiterfahren. So, zack. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Die Frage ist nur, wo? Wir haben noch nicht alles erkundschaftet. Hier wird es noch einiges geben, denke ich mal. Da hinten haben wir schon wieder die nächste Insel. Und hier waren wir überall noch nicht, ne? Guckt euch das mal an. Warte, haben wir hier irgendwo was? Da oben geht es auf jeden Fall rein, oder? Bin mir nicht ganz sicher, aber wir schauen uns das mal einfach an. Wir haben ja Zeit, Leute. Ich muss das Let's Play nicht hier innerhalb von, was weiß ich, wie viele Stunden durchzocken. Ich will hier einfach alles in Ruhe erkundschaften. Ich seh mich um. Willst du mit? Klar will ich mit. Mal, da oben haben wir was. Nur die Frage ist, wie wir da reinkommen. Vielleicht mit dem Kletterhaken? Bin mir nicht ganz sicher. Wo führt das denn hin? Das ist jetzt zusammen mit der Palme verzweigt, aber... Nee. Hey, da oben. Eine Art Flaschenzug oder so. Hey, hab ich auch gesehen. Weg nach oben. Hier waren auf jeden Fall schon Leute gewesen. Die sind überall. Nee. Hier gibt's keinen Weg nach oben. Oder? Sam, hast du was gefunden? Also ich sehe hier nichts. Das ist doch wieder ein ganz anderes Gefühl, wenn man das Spiel mit einem zu zweit zockt. Also mit einer Person, die da im Spiel mit dabei ist. Zum Beispiel wie gerade Sam. Wenn ich das alleine spielen würde, wäre das wieder was komplett anderes. Also... Ich sehe keinen Weg da hoch. Nee, also geht's jetzt so erstmal weiter. Es geht doch hier hoch. Dann hätte es wahrscheinlich doch geschafft. Sam, gehen wir. Gut, Brüderchen, dann los. Also die eine Stelle, wo wir gerade waren, wo ich meinte, es geht nicht hoch, da könnte es eventuell doch hochgehen, wenn wir aufs Dach dieses kleinen Schiffes hier hochspringen. Nave, da oben! Wo? Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Schauen wir uns jetzt mal hier weiter um. Im Paradies. Also heute bisher weniger Action, Leute, aber sowas muss auch mal sein. Zum Turm. Ja. Sowas muss in meinen Augen auch mal sein, ey. So ein bisschen erkundschaften, diese Landschaft genießen, ey. Das sieht einfach krank aus. Krank, alter Schwede, ey. Ich bin wirklich überwältigt, Mann. Ohne Spaß. Ihr wisst, wie, man kann mich leicht beeindrucken, aber bei sowas, ey, falle ich echt in Ohnmacht, ey. Das ist echt zu heftig. Ich denke mal, hier geht's weiter, oder? Alter, wo geht's denn hier weiter? Es gibt so viele Wege, ne? Ja, hier wird's schon hochgehen. Da müssen wir irgendwie auf diesen Turm da kommen, den wir gerade gesehen haben. Ah, hier haben wir schon eine Treppe. Junge, ich bin echt gespannt, wie das Spiel weitergehen wird, was hier noch alles passieren wird. Ich werde mir natürlich nicht unter diesem Video die Kommentare durchlesen. Also, wer da alles in die Kommentare schreibt, der weiß, ich werde mir das nicht durchlesen. Erst, wenn ich das Spiel durch habe, werde ich mir unter den ganzen Videos die Kommentare mal so durchlesen und schauen, was ihr so geschrieben habt. Weil jetzt erstmal beim Let's Play... Nicht. Vielleicht sehen wir von da oben was. Ja, wir können hier hoch. Okay, dann mal rauf. Alter, geht's hier hoch. Junge, der Nathan, der springt einfach hoch wie so ein kleiner Kletteraffe, ey. Eieiei. So, hier geht's auf jeden Fall auch hoch. Vielleicht gibt's ja noch eine weitere Treppe oder so. Nee. Ah, da geht's weiter. Jetzt wieder aus dem Fenster, denke ich mal. Sam, hier lang. Alter, ist das krank, ne? Zack. Nathan, hochziehen. So. Wir sind jetzt ganz oben drauf. Guck mal dann, was für eine Aussicht wir haben werden, Leute. Da werdet ihr, glaube ich, gar nicht drauf klarkommen. Genauso wenig, wie ich drauf klarkommen werde. Was haben wir denn hier? Das sieht doch gut aus. Was ist das? Irgendein Symbol. Die Frage ist, was für ein? Sind wir es jetzt gerade aufgemalt? Sunken ship. We are definitely in the right place. Or we both came to the wrong place. Churon Arrow? Ein Kompasspfeil? Ach du Scheiße. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Wow. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Dreck neben unserem Schiff. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Ungelogen, ich würde so gerne mal so ein Abenteuer erleben, Leute, komm, ne? Das Boot, Alter, ist gleich da unten. Bitte, guck mal dieses Wasser. Amma, eieieiei. Ja, warte mal, wir gehen Kletterhaken jetzt hier runter. Können wir es runterseilen, oder? Das müsste eigentlich gehen. Das Seil ist lang genug. Ja. Eieiei. Lass einfach runterfallen. Mal gucken, wie Sam da runterkommt. Ob der auch so schlau ist wie wir oder ob der da
Oder ob der da jetzt komplett runterklettert. Ich glaube mal eher nicht. Ich denke, das ist so einfach faszinierend, ne, so ein Abenteuer zu erleben. Natürlich würde ich nicht so ein Abenteuer erleben, wo man sterben kann, wo es hier um Waffen geht und so, wo Leute sich gegenseitig abballern. Aber mal so ein Abenteuer so auf einer fremden Insel sein, versuchen zu erkundschaften. Wir müssen einfach diesem Pfeil, denke ich mal, lang folgen. Als der Nate sich da nichts bricht, ne? Ist auch schon krass. Dann sind wir hier. Okay, der Pfeil zeigt in diese Richtung. Guck mal, die sind überall rausgekommen. Ich verstehe, seht ihr das? Da vorne ist nämlich auf der anderen Insel auch dieser Pfeil. Und genau, wo die Pfeile uns hinführen. Ja, wir folgen jetzt einfach mal den Pfeilen. So. Zum Glück hat Sam das herausgefunden, dass wir das reinschieben mussten, ne? Der nächste Pfeil. Da drüben ist noch ein Pfeil. Der nächste zeigt hier hin, ne? Das war mehr die Richtung, oder? Oder bin ich einfach nur blöd? Doch, es war diese Richtung, Alter. Kannst du mir sagen, was du willst. Aber hier... Da. Der Pfeil zeigt in die andere Richtung. Okay, ich versuche mal genau diesen Pfeil lang zu fahren. Vielleicht müssen wir auch mitten aufs Land rausfahren. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Vorsicht, Nathan! Ja, tschüss. Ja. So, wir fahren jetzt mal hier lang. Vielleicht ist hier unter Wasser irgendwo was. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Nee. Die Frage ist, wo führen diese Pfeile hin, ey? Der eine hat ja auch gerade einfach in diese Richtung gezeigt. Ah, das ist gerade ein bisschen schwierig, Leute. Da muss jetzt ja gerade echt ein bisschen rätseln, Mann. Ich bin gerade echt am Überlegen, ey. Soll ich lieber übernehmen? Geht schon. Soll ich lieber übernehmen? Alter Maul. Eieiei, ich fahre wieder mitten aufs Land hier. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal in Ruhe hier um. Ich würde sagen, eine Minute schauen wir noch zusammen. Wenn ich es dann nicht finde, überspringe ich es. Hier sind die Pfeile nicht, Mann. Der eine war da hinten. Guck mal, der... Ich versuche jetzt wirklich mal dem Pfeil zu folgen. Ich habe es gerade genauso gemacht. Es war aber mehr so eine Sackgasse, Alter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck mal. Der Pfeil zeigt ja nicht... Und ich fahre jetzt einfach mal rückwärts lang, okay? Rückwärts. Dann könnt ihr sehen. Okay, der Pfeil führt wahrscheinlich auf diese kleine Insel, aber... Da haben wir noch einen. Guck mal, ganz tief unter Wasser. Der da lang zeigt. Seht ihr das? Der zeigt einfach da lang. Den habe ich gerade gar nicht gesehen, diesen Pfeil. Okay, warte mal. Komm, Nathan, dreh die Scheiße. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Seht ihr das? Nee, nix Hinweis. Schwanzhinweis. Es zeigt hier lang. Es zeigt hier lang. Ja. Da. Unter Wasser sind die ganzen Dinger. Seht ihr das? Krass, das Meer ist so klar, man kann es wirklich genau erkennen. Achtet mal aufs Wasser, Leute. Da, der nächste Pfeil. Warte, ich sehe gerade gar keinen mehr. Da muss einer sein. Jawohl. Alter, wo lang führt uns das? Vielleicht zu einem geheimen Unterwassereingang. Nach links, okay. Da fahren wir mal weiter lang. Da ist der nächste Pfeil. Okay, das war jetzt richtig. Zum Glück habe ich nicht... Ich hasse es, bei Uncharted Hinweis zu machen, weil dann komme ich mir vor wie so ein richtiger Noob, der es nicht ohne Hinweis schafft. Ah, da ist der nächste Pfeil. Aber wo lang zeigt... Ah, in diese Höhle zeigt der rein. Wow, guckt euch das mal hier an. Wir wollen das Ding nicht versinken. Ja. Ich versuch's. Wo sind wir denn hier gelandet, ey? Okay, hier müssen wir, glaube ich, runter. Alter, krass, ey, mit der Höhle, ne? Heftige Scheiße. Da würde ich mal gerne unter Wasser sehen, wie es ausschaut. Ah, das ist schon heftig, ne? Das ist schon echt ein Meisterwerk, Leute. Da kann man einfach nur... Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Lob aussprechen. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Ja. Aber der Pfeil ist ja hier gewesen. Habt ihr das gesehen? Da. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Wir müssen hier hoch. Nur ohne Hilfe kommen wir da nicht hoch. Ja. Sam, Junge. Beweg mal deinen Arsch hierher. Wir müssen nämlich... Oder da. Nee. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Das habe ich ja mal gar nicht gesehen. Man muss bei Uncharted immer so genau umschauen, ne? Sonst übersieht man wirklich jeden kleinsten Hinweis. Da müssen wir ein bisschen weiter mit dem Boot dran. So, nach da. Links. So sollte das passen, denke ich mal, oder? Das sollte passen. Hoch, schnell. Los. Optimal. Alter, wie krank, ne? Da würde ich wirklich mal echt gerne einmal einen kleinen Besuch abstatten. Das ist ziemlich cool. Das ist richtig cool. Klippe hochzuklettern. Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt. Das ist klar. Das ist echt ein krasses Abenteuer. Ich find's verdammt cool. Komm, Nate, weiter.
Also später wird auf jeden Fall noch WWE online kommen, Leute. Wollte ich nur mal Bescheid geben. Wow. Kletterhaken. Hui! Und springen! Okay, wir sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Sam, Junge, was ist los mit dir, mein Freund? Ey, guckt euch mal jetzt einfach nur kurz diese Höhle an. Guckt euch dieses Grüne hier an. Guckt euch das an. Und dann hinten links diesen Ausgang, Alter. Ey. Ich weiß, ich nerv euch damit, Leute, aber... Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? Na, er hatte das Geld. Wer kann, der kann, stimmt's? Wer kann, der kann. Komm, gehen wir näher ran. Wenn kommt, dann kommt. Oh, wieder die ganze Matsch und so alles hier. Ich komme mir gerade vor wie bei Avatar, Leute. Ich schwöre es euch. Wunderschön, ey. Einfach nur wunderschön. Ey, das Spiel muss ich mit meinem Vater das zweite Mal durchzocken. Dem wird es bestimmt 100% gefallen, ey. Ey, krank. Ja, Sam, wohin rennst du, Junge? Wir müssen hier lang. Das ist ein Eingang, den wir irgendwie wegsprengen müssen oder so. Oh, guck. Der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wo können wir jetzt einen Weg herumfinden? Ja, hier sehen wir doch schon mal hier optimal den Weg. Alter, ey, dieses Vogelgeräusch, dieses Zwitschern. Hört ihr das teilweise, dieses Vogelzwitschern? Ich komme mir gerade vor, als ob ich gerade im Dschungel wäre. Einfach nur krank. Hey Sam, komm. Like-Button vergewaltigen ja, wieder, klar. Leute. Letzte Folge hat wieder die 10.000 Likes geschafft. Die war aber auch krass gewesen. Danke auf jeden Fall nochmal für euer Feedback. Das müssen wir bei jeder Folge schaffen, Leute. Das würde mich auch nochmal freuen. Okay, komm durch. Ja, ich komm schon, Mate, ich komm schon. Ja, klar doch. Was? Ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Alter, ey, wie krank, Leute, ey. Wie krank, ne? Ey, das blendet sogar richtig im Auge. Ich guck auf einem 55-Zoll-Fernseher, zock ich dieses Spiel gerade, ne? Das ist einfach ein Phänomen. Das ist ein Phänomen für sich, Leute. Ja, Hammer, ich bin nicht runtergefallen. Wir sehen uns einfach gleich oben wieder, Leute. Sonst dauert das, glaube ich, zu lange. Oder nee, wir brauchen nicht zu cutten, Alter. Wir brauchen, Uncharted brauchen wir nicht zu cutten, Leute. Keinen Fall. Ey, der Sam, Junge, der braucht mal wieder Jahre. Guck mal, ich habe mich einfach an seinen Schultern festgehalten. Okay, die Frage ist jetzt, wo es jetzt weitergeht. Ah, guck mal, ich bin so blind, Alter. Ich falle da gerade einfach runter. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Da ist eine Brücke. Oh, eine Seilbrücke, dort. Wow, boah. Ich sterbe, Leute, ich sterbe. Also wenn diese Folge den Titel Willkommen im Paradies nicht verdient hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, da können wir uns auf jeden Fall hochziehen. Nur die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Hier können wir eine Räuberleiter machen mit Sam. Komm hoch, Brudi. Hey, Sam ist mir so ans Herz gewachsen über das Spiel, ne? Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Obwohl er erst bei diesem Teil dabei ist, ist er mir so ans Herz gewachsen. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warum lässt er nicht das Seil runterhängen und wir klettern hoch? Was soll man wetten, der fällt runter? Sam! Eieiei. Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Boah, guck mal, die Blumen, Alter. Sam, wo bist du? Der holt da wieder irgendwas. Der rennt Sam. Einfach weg. Was entdeckt? Oh nein. Sam, das war hey, nicht gut. Bist du noch da? Ach du Scheiße. Gott, verdammt! Ey, nicht, dass Sam jetzt verschwunden also, ist. Steht's? Wo ist er? Er ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Warte mal, wir müssen irgendwo einen anderen Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Alles super, oder? Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Weiter, weiter, weiter. Welcome to Paradise. Oh mein Gott. Da ist er doch. Hä? Hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Alter. Was war denn jetzt hier? Da haben wir ein Kreuz. Wow, super gearbeitet.
Ja, das sieht schon krank aus, ey. Ey, Junge, 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 das ist einfach nur ein Traum. Vielleicht sind hier noch irgendwo diese Pfeile oder so. Ne, da mal. Wir können... Das können wir jetzt... Okay. Ah. Ich verstehe. Wir können uns damit wahrscheinlich rüberseilen oder so. Aber die Frage ist, wohin? Darunter würde ich eher sagen, oder? Ja, ja, komm, machen wir schon, machen wir schon. So. Und jetzt einfach da rüber. Ich hoffe, der packt das. Jawohl, schaffst du, schaffst du. Nee, 5. Boah, das war echt knapp. Und das müsste richtig gewesen sein. Und ist da was? Einen Moment. Ja, und jetzt geht's wieder zurück. Das hätte jetzt wenig Sinn gemacht. Nee, dann wird's wahrscheinlich doch. Wird's wahrscheinlich doch hier lang gehen. 100%. Die Frage ist, wie wir da hinkommen, ne? Das ist jetzt die Frage. Oder wir müssen da hin. Ja, Mann, da können wir auch hin, glaube ich. Ja, ich denke mal, wir müssen dahin, Leute. Da musst du wirklich auch teilweise überlegen, aber das ist gerade richtig geil bei dem Spiel. Das finde ich unnormal geil. So, jetzt nach da. Ich hoffe, der packt das. Ah, da nach links, da haben wir doch was. Da haben wir doch was Schönes. Man muss sich bei Uncharted immer so genau umschauen, Leute. Das ist einfach krank. Eieiei. Hier unten so ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Ah, da können wir auch wieder hoch. Und drüber zur anderen Insel. Solche Level müssen auch mal, wie gesagt, sein. Ohne Ballerei, einfach nur die Landschaft genießen, hier die Insel erkundschaften. Sowas muss wirklich auch mal sein, Alter. Das ist diese Abwechslung bei Uncharted. Ich fühle dieses Spiel einfach nur. Ich fühle es, ich lebe es. Oh, das hat bestimmt ein bisschen wehgetan. Alter, was ist das für ein Baumstamm hier? Guckt euch das mal an. Junge, Junge. Holla, die Waldfee. Weiter, weiter. Wir sind ja richtig hier am Erklimmen. Mir geht's gut, der Weg. Ja, der ist auf jeden Fall falsch. Deshalb bleibt nur diese Möglichkeit übrig. Oh nein! Ah! Oh Gott! Nathan! Oh Gott! Nathan! Ich würde auch mal gerne so ein Synchronsprecher von einem Spiel sein. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gerne ich das machen würde, ne? Synchronsprecher von einem Spiel zu sein, ey. Vor allem von Uncharted, Alter. Stell dir vor, ich hätte die Stimme von Sam oder so. Das ist ja wirklich ein Traum, Alter. Vielleicht wird dieser irgendwann in Erfüllung gehen. Irgendwann wird es so sein. Irgendwann. Alter, wie hoch wir klettern, ne? War noch auf dem richtigen Weg. Wow, guck mal hier, bitte. Guck mal hier, guck mal hier. Und jetzt leckt mir die Eier einfach. Das ist krank. Guck mal, das Play ist, glaube ich, schon ein bisschen lange am Laufen. Ich glaube, schon über eine halbe Stunde. Kann gut sein. Aber heute ist es mir egal, Leute. Alter, heute ist es mir wirklich egal. Ich bin halt in meiner eigenen Welt hier. Wirklich, in meiner eigenen Welt. Wo sind wir denn hier, ey? 1000 Wege. Jetzt sind wir wieder bei diesem Turm, ne? Vielleicht ist das auch ein anderer Turm. Wir gehen einfach mal die Treppen jetzt hier hoch. Warum zur Hölle hat niemand diesen Ort gefunden? Glaub mir, Rafe ist schon auf dem Weg. Der wird das früher oder später wieder lösen, 100%. Aber das müsste ein anderer Turm sein, ne? Das ist nicht derselbe. Auf keinen Fall ist das derselbe Turm, ey. Niemals. Den werden wir auf jeden Fall noch eben erklimmen, Leute. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Damals im Waisenhaus, ey. Zack. Wow, wow. Jetzt heißt es wohl abwärts. Whee, es geht wieder runter. Bam, wuh. Das macht so Spaß, dieses Rutschen, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir aber nicht alleine sind auf dieser Insel. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, das war die größte. Erzähle ich dir später. Los, gehen wir runter. Ja, Mann, genau so habe ich mir das auch vorgestellt gerade, dass wir das machen müssen. Sam, komm hier herum. Aber was wäre ein Spiel ohne Musik, Leute? Uncharted lebt von der Musik. Das muss man auch wirklich sagen. Scheiße. Kommst du klar? Alter, wir sind drin, ne? Kinderspiel. Ja, ja. Alter, langsam kriege ich hier Angst, Alter. Guck mal, wie das hier aussieht alles. Da haben wir ein Symbol. Da, also. Mist. Ist kaputt oder so. Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Das schaffen wir noch niemals, Alter. Wie wollt ihr das denn schaffen? Niemals. Los geht's. Oha. Oh Gott, ist das schwer. Irgendwas wartet da jetzt. Irgendwas wartet da jetzt. Komm, schnell, schnell, schnell. Ich hab mich gar nicht den ganzen Rest abgeschaut. Aber egal, das wird ja wahrscheinlich der. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Wow. Oh. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Alter, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos, Leute. Haltet mich fest. Krank. Und genau hier werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Wir haben die Höhle hier erkundschaftet. Wahrscheinlich ist das das, sage ich mal, Lenkrad von Henry Avery, Alter. Junge, Junge, heute eine richtig kranke Folge, Alter. Heute zwar keine wirkliche Action dabei, aber dafür sind wir ins Paradies gestoßen. Wir sind aufs Paradies gestoßen, mitten rein. Ich werde versuchen, die Folge auch in einer richtig kranken Qualität zu rendern. Einfach nur übertrieben hier, wie heftig das aussieht. Leute, vergewaltigt den Like-Button für diese geile Folge. Wieder über 10.000 Likes, würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich vorhin am Anfang gesagt habe mit der Produktplatzierung. Ich hoffe, euch geht das ins Kopf, in den Kopf rein. Ins Kopf, ich bin wieder nicht auf Rille, ey. Ja, Freunde, später kommt auf jeden Fall noch WWE. Euer Uni ist raus. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Macht's gut, ihr seid die Besten und ciao!